Das liegt an meinem neuen Hut, deswegen bin ich voll schön und deswegen brauche ich nach dem Duschen keinen Föhn. Ja. Ja, cool. Das macht die Arbeit. Oh, schrecklich. Viel Arbeit, viel zu viel. Das glaube ich. Ah, ja, ich bin jetzt wieder voll da. Ich bin gerade dabei, irgendwie wieder Admin zu werden. Auf dem besten Weg momentan, oder? Ja, würde ich so sagen. Ja, ich habe mich gleich beschwert bei den meisten. Dass es noch nicht mal für meinen alten Dom, ja, noch nicht mal eine Gedenktafel gab. Ja, das stimmt. Auf einmal war der weg. Ja. Naja, das Ding sieht ja jetzt auch besser aus. Ich meine, überleg mal, was wir damals für Möglichkeiten hatten eigentlich. Das stimmt schon. So, wo wohnst du? Ich hab dich irgendwo gesehen. Du glaubst, wir wohnen sogar in einer Straße. Ich wohne in Rivertown und zwar Ja, ziemlich am ich auch. Meer. Direkt neben mir ist, also links neben mir ist eigentlich ein Grundstück, da ist noch gar nichts drauf. Ja. Und hey, what the fuck? Links neben dir. Oder also wenn man von der Straße aus raufschaut, dann ist es rechts neben mir. Kommt immer auf dem Standpunkt drauf an. Hast du so eine Riesenvilla? Einigermaßen. Also gegenüber von mir ist eine Villa, die ist aus kompletter Wolle und so gebaut. Ich glaube, ich bin bei dir vor der Tür. Ne. Hast du bei dir vor der Tür einen Bahnhof? Ne. Der, also mein Haus hat einen direkten Zugang zur Straße, den habe ich mir mit ein paar Pistons zugeklatscht. Ich sehe gerade viel Wolle. Hier ist Messerhausen, da bist du nicht, ne? Messerhausen, nee, da bin ich nicht. Wir könnten ja uns. Ich weiß gar nicht. Wir könnten ja uns beim Rivertown Spawn treffen. Ich weiß doch nicht, ob ich dann da aus hin zu meinem Haus finde. Weißt du was? Wir können uns einfach beim normalen Hubspawn treffen. Und dann laufen wir einfach zusammen zum... Ich sehe gerade Knarren, Heinz. Der hüpft bei mir rum. Richtig am Meer. Dann musst du doch bei mir in der Nähe wohnen. Ich wohne direkt beim Funpark. Warte mal, ich schau mal kurz. Vielleicht kann ich ein Live-Map irgendwie da sehen. Timolia. Live-Map. So, wo bin ich überhaupt? Das ist eine gute Folge. Ah ja, ich sehe dich, ich sehe dich. Wir sind gar nicht mal so weit auseinander. Du musst. Nee, Ich falsche mit. Richtung, falsche Richtung. Genau gegenüber. Da war ich doch gerade. In diese Richtung. Die komplette Straße wieder entlang. Einfach die Straße entlang. Da ist ein Grundstück mit so einem Ja. weißen Haus. Und einfach hinter dem Haus ist nochmal eine Straße und da ist mein Haus dann. Okay. Didelidi. Ich habe dich letztens hier durch die Gegend hüpfen sehen. Echt? Ja, da bist du dann aber offline gegangen. Ich meine, wir haben uns ja eh irgendwie immer schon online gesehen, aber... Ja, und dann warst du mal nicht, oder hast nicht geantwortet und ich wieder und. Ja, passiert, ne? Kann vorkommen, ja. Ich sehe Was dich. mich nervt, ist, dass hier überall Villager rumlaufen, ne? Echt? Guck mal, da oben auf dem Dach steht einer. Wo? Da oben. Ich sehe keinen. Ist das keiner? Oben links? Oben links? Ne, ich sehe keinen. Wir können auch mal da rein. Das Haus habe ich schon mal so ein bisschen. Also wenn es das Haus ist. Außer er hat weitergebaut. Er hat weitergebaut. Verdammt. Damals waren die Türen noch offen. Naja. schöne Grüße zurück. Torgasch oder was? Ah, okay. Hier, guck, Hier kann hier. man. Wo? Ach, da hinten. Ist er voll eingeklitscht. Was macht der da drin? Ist das vielleicht ein super. Den hat er extra dahin gepackt. 9 Emeralds für ein Schwert, obwohl der ist schon weiter. Ein Eisenschwert, 7 Emeralds für eine Hoe, 8 Emeralds für eine Stein- oder Eisenspitzhacke, 12 Emeralds für ein Diamantschwert, der ist ja wahnsinnig. Ja. Dann komm mal mit, dann zeige ich dir mal. Also ich baue Ich zeig natürlich dir immer erstmal wieder mein was. Haus, weil da sind wir jetzt gerade.
Achso, da sind wir gerade. Geradeaus durch, das Holzding. Genau. Das kenne ich irgendwoher, das sieht doch noch so aus wie früher. Ja, genau. Hast du es versetzen lassen oder was? Ja, da, ich kam on und nach einer Ewigkeit, noch keine Ahnung, 2 Monaten mehr, sondern hieß am Straßenrand Schild, ja, muss versetzt werden, Bauhöhe stimmt nicht. Denn alle Häuser rund um mich herum waren mindestens 120 Blöcke hoch. Und wie du Ah, vielleicht okay. siehst, ist das Haus nicht ganz 120, aber kommt fast hin. Nee, das stimmt. Aber ich habe es eigentlich im kompletten Haus wieder umgebaut, also ich bin vor allem, ja, alle Farmen mal hier, das ist eigentlich so mein Haupt. Apropos Farm, da kannst du mir helfen. Ja. Ich habe übrigens Dings gefunden. Blazespawner. Blazespawner. Ich habe auch 2 Blazespawner. Also Ich habe leider nur einen. ich kann eine Farm mit benutzen von jemandem, deswegen habe ich auch ständig irgendwie Level 30. Ja, das habe Und ich auch. Ich muss immer was futtern hier. ich habe genug Fleisch, also wenn du willst, ich kann dir was Ja, geben. ich kann von Markus, also von Xianthil, die Schweinefarm mitnutzen. Okay, ich habe eine eigene 2 Spawner. Hier ist noch eigentlich recht viel, hier ist einfach nur der Anfang und hier eine 4x4 Pisten da, übelst kompliziert, einfach mal von einem YouTube-Video nachgeschaut. Und hier ist dann mein Versuch, Villagers zu breeden, aber irgendwie funktioniert das Ganze noch nicht ganz. Sehr cool. Wenn es funktionieren würde. Ja, wenn es funktionieren würde. Hast du zu viele Diamanten oder was? Ich habe ein bisschen mehr. Ja. Aufpassen. Da geht's eigentlich momentan nur zu einer Siliumproduktion, weil da hinten ist Okay. nämlich meine Wand zu Ende, also dann ist mein Grundstück aus. Das ist, weiß ich noch nicht genau, wie ich das machen soll. Du hast nicht wirklich ein großes Grundstück, ne? Nee, ich glaube, das ist aber größer als mein altes. Mein altes war genauso groß wie mein Haus. Okay. Und jetzt glaube ich, hat es 10 Blöcke mehr in jede Richtung oder so. Ich baue gerade mal wieder was für die Allgemeinheit. Die Allgemeinheit. Ja. Was ist denn hier los? Warum hast du denn da Slabs? Was ist das? Druckplatten. Und da vorne Ah, mein okay. Brauraum. Normalerweise, wenn man reingeht, quasi ist es dann offen und wenn man wieder rausgeht, geht es dann wieder zu. Sehr cool. Warte, jetzt muss ich rausgehen, dann geht's wieder zu. Genau. Jetzt geht's wieder auf. Was ist denn da los? Warte mal, ich muss mal kurz Tickets nachschauen. Ich habe ja die Möglichkeit. Kannst du machen. Ja, nichts. Die machen ein Späßchen schon wieder. Sehr cool. Ja, ich bin jetzt langsam so im Wiederaufbau, weil ich hatte wirklich gar nichts, Was ist also. denn da drauf? Was ist denn das Rote? Netherwart. Okay. Kennst du nicht Netherwart? Nö. Das braucht man, Ey, guck mal, wie lange ich nicht da war. um Tränke zu brauen. Tränke weißt du aber, oder? Ja, Tränke kenne ich. Hinter dir? Ah, Trank der Schnelligkeit. Speed Potion. Und das braucht man halt quasi als Grundzutat. Bevor man irgendeinen Trank brauen kann, braucht man immer das da. Diese Farm, die hast du doch auch im Video, ne? Die habe ich da gebaut, genauso wie das hier. Ich meine, momentan sind wir, also das Video, ich nehme jetzt momentan gerade auf. Echt? Ja. Sehr cool. Und wenn bis dieses Video rauskommt, das ist glaube ich Folge 21 oder 22. Und momentan, übermorgen glaube ich, kommt erst Folge 17 raus oder Folge 18. Und Ah, okay. ich komme ja, es kommt glaube ich erst alle 2 oder 3 Tage kommt ein Together, also. Ja, das ist sehr cool. Also Messalini guckt ja auch zum Beispiel deine ganzen. Ja, der kommt auch demnächst in einem Video. Ich glaube Folge Das 20 ist eine ist. Sie. Ja, meine ich. Das hast du auch mit Schalter gemacht, ja. Ja, alles ein bisschen übertrieben mit Redstone. Ja. Aber das habe ich auch gemacht. Ich habe mir auch einen Geheimgang gemacht. Ups. Und da hinten musste ich leider mein Haus ein bisschen deformatieren momentan. Weil diese schwulen Villager unten, glaube ich, brauchen nämlich so einen Airblock über ihren Häusern und ansonsten breeden die nicht. Bin auch am überlegen, ob ich eine Kakaofarm mache, weil Weiß ich nicht. Also ich habe seine die Ka ihre verdammt ihre Kakaobohnenfarm gesehen. Riesengroß das Teil, aber auch sehr effizient, weil es einfach nur Baumstämme vertikal gelegen und dann einfach mit dem Wasser runterschwemmen.
Genau, und das will ich dann bei mir auch noch drunter setzen. Das habe ich mir überlegt, denn du kannst die ganz normal. Stimmt, die in der Wüste da, gell? Also am an der Abbauwelt, oder? Da sind da auch so welche. Was hast du dahinter? Ach, da waren wir gerade, ne? Oder? Ne, das ist die Schweinefarm und Kaktusfarm, aber das wird noch umgebaut, weil damals, das war ja keine Ahnung, wie lange das schon her ist, hat das Ganze noch funktioniert hier mit Lava und so, aber deshalb musste ich alles dicht machen. Jetzt momentan ist es noch manuell. Einfach Das hier funktioniert. dann. Ist das die Schweinefarm? Ja, genau. Es sind einfach nur zwei Schweinespawner Aber die drin. funktioniert doch immer noch mit Lava. Ne, nicht wirklich. Die glitschen alle unten durch. Das ist eben das Ja, Komische. du musst Spinnnetze reinhängen. Aha. Okay. Ja, dann könnte ich das vielleicht mal wieder umbauen. Du musst einen Block unten drunter freilassen, Aha. unter der Lava. Ja. Dann kommt das Spinnennetz und darunter lässt du dann einfach einen Wasserfluss und dann fällt das da gebraten rein. Die Okay. verbrennen dann sozusagen im Spinnennetz. Cool. Ich habe es nämlich gesehen bei Xiant hier. Der hat mir das gezeigt, seine Schweinefarm. Der macht das nämlich auch so. Hast du Feather Falling, oder? Was habe ich? Feather Falling auf deinen Diamantschuhen? Ja. Deine Frau. Ja. Welcher? Verstehe ich nicht, was meinst du? Den hast du doch als Programm bei dir drauf. Es geht um eBay. Habe ich gehört. Synchronisierst du danach oder was? Nee, ich nehme jetzt gerade auf. Dankeschön. Jeder hört, was du sagst. Yeah. Ja, also mit meinem Haus war es eigentlich soweit. Relativ viel mehr habe ich noch gar nicht so wirklich zu zeigen. Und dein Haus ist gar nicht weit weg, oder wie? Nö. Okay. Dann ist doch gut. Schatz, du bist übrigens demnächst bei YouTube. Andreas nimmt gerade auf. Sa Ja, meine Frau. Kenne ich noch von damals. Ja. Wie lange ist das her? 5 Monate? 6 Monate? Das reicht gar Ja, nicht, oder? noch länger, noch länger. Jetzt, da müssen wir lang. Überholt. Man sieht schon. Ja. Messalini hilft mir ein bisschen. Denn ich habe so ein nettes Grundstück. So, das helle da vorne. Nettes Grundstück. Ja, das hier. Das da, das große hier. Ja. Rechts von dir. Genau, ich baue ein Atrium. Oh Mann. Hier sind Villager. Ja, Und schon wieder so ein. der läuft hier rum. Hey, cool. Na. Wow, da geht's runter, oder? Da Ja, geht's weit ganz runter. weit. Ja, es geht Bedrock. bis runter zum Bedrock. Ich werde auf die einzelnen Etagen dann Farm reinziehen. Und in der Mitte werde ich dann das Wasser abziehen, sozusagen, für die Farm. Okay. Ja. Das Farm schon ist schon drin. Ja, da kommen wir gleich nochmal hin. Zeige ich dir gleich alles. Ja, wie gesagt, dann hast du jetzt von drei Seiten sozusagen die Zugänge zur Mitte. Ich glaube, hier war ich sogar letztens erst mal, kann es sein? Ich bin da in Echt? irgendeinem Video, glaube ich, bin ich da mal vorbeigelaufen. Habe mir gedacht, was ist denn das schon wieder groß ist, aber ich bin nicht reingegangen.
Ja, guck mal, was hier vorne steht. Ja, extra Schild. Ne, ich glaube, ich bin an der Vorderseite vorbeigegangen, wenn mich alles trifft. Und hier sind wir jetzt gerade dabei. Also hier wird jetzt, entstehen jetzt so Sitzecken extra und das ist dann öffentlich auch. Okay. Also dieser Bereich hier vorne ist öffentlich, genauso wie oben drüber wird dann noch eine Treppe hochgebaut. Und hier oben soll noch ein Brunnen, der zwei Etage, über zwei Etagen dann geht sozusagen. Ja, und hier ist mein Eingang zu mir nach Hause. Ein Eingang? Ja, warte. Ich mach dir auf. Hey, cool. Secret Entrance. Genau. Der wird dann ja wahrscheinlich nicht öffentlich sein. Genau, das hier wird dann sozusagen mein Bereich. So mit eigener Dachterrasse und so, weißt du? Zum Spannen. So ungefähr. Ja. Ist ganz nett. Mal gucken, wie ich das dann hier gestalte noch. Wie gesagt, wir sind gerade dabei, die Grundmauern hochzuziehen. Wie lange seid ihr schon dabei zum Bauen? 2, 3, 4 Tage immer zwischendurch. Ach so, ja gut, dann bin ich noch nicht dran vorbeigelaufen. Ja, und das hier ist mein Lager mit Werkstatt sozusagen. Mhm. Ah, ich habe schon ein paar Sachen. Kleines Lager quasi. Ja, genau, kleines Lager. Du weißt ja schon, dass du auch mittlerweile die Kisten übereinander stellen kannst direkt, gell? Ja, aber so sieht's schön aus. Ja, und hier hat Messalini mir noch einen schönen Zugang gelassen. Für alle frei. Noch ist es frei durchgängig. Jetzt nicht mehr. Nein! ich wollte dir noch was zeigen, warte mal. Untergrund. Genau, hier geht's mal runter. Basisformen. Boah, die haben aber ganz schön was wegfressen, oder ist das gerade noch... Das ist noch alles am Wachsen. Also. Umbauen hier. Lol, wo sind denn die Samen dafür? Die gibt's noch nicht. Aha. Nein, ich hatte, die hatte ich hier oben drauf stehen. Ich hatte das vorher auf 2 Blöcke. Mhm. Vorher stand mein Haus hier drauf. Und das habe ich aber abgerissen, weil ich gesagt habe, ich möchte irgendwie was anderes bauen. Ist mir zu langweilig. Habe ich diese Atrium gebaut und dann wird das jetzt auf jede Etage und dann geht das jede Etage immer ein weiter runter, ein Block drunter und dann weiter, weiter, weiter. Ja. Okay. Und dann hast du da natürlich viel Platz, um irgendwie Sachen anzubauen und so, ne? Das glaube ich gerne, ja. Und dann werde ich gucken, wie ich das hier gestalte. Hast du den kompletten Rand ausgemacht oder hast du da... Ne, da hast du vorher... Welchen Rand? Ich habe hier gar nicht so viel gemacht. Das hat Messalini gemacht hier. Aber du kannst einfach... Können wir mal runtergehen. Ist unten irgendwas? An der Seite kannst du Luft holen übrigens. Ja, ich hänge hier gerade. Hui! Mit Glowstone. Ja, und so weit runter geht's dann natürlich auch mit dem ganzen Kram. Ja, das habt ihr ja übermorgen. Ja, nee, ist klar. Nicht wirklich. Wird so over 9000 farmen, oder wie? Na, ich will irgendwie ein bisschen was an Farm auch haben, zum Selbstversorgen, weißt du? Ich will nicht alles kaufen. Sucht für einen Job. Ja. Hast du eigentlich noch irgendwie ein altes Haus von dir damals? War das noch irgendwie da oder war das... Nichts mehr. Das ist noch nicht meine Geisterstadt verschoben. Okay. Und deswegen habe ich dann so sozusagen als Ausgleich diesen... das Grundstück hier gekriegt. Mhm. Quasi umsonst, oder? Ja. Ja, guck mal, ich habe damals schon den Dom gehabt und so. Ja. Der war ja, das Grundstück war ja noch ein bisschen größer. Ein bisschen, ja. Da hast du ja, glaube ich, gespendet gehabt, gell, dafür. Ja. Und dann bin ich Admin geworden. Stimmt, da war doch die Auswahl, oder? Ich weiß gar nicht, wer damals, wir waren damals noch so... Ich weiß es nicht, es haben sich hier
Bastiano wollte auch, glaube ich, werden und all sowas. Germont hieß der, glaube ich. Ja, Gemond, genau. Oder Germont. Germont, ja, je nachdem. Irgendwie sowas. Und wen hatten wir denn noch? Ne, und dann hatten wir ja angefangen, die Polizei zu bauen in Ja, genau. Downtown. Für die Mods. Ja. Und neben Und meinem ersten Haus, glaube ich, sollte mal eine Table Dance Bar eröffnet werden, aber die ist nie fertig geworden, leider. genau, die gab's auch noch, stimmt. Voll schade drum. Ja, aber sonst sieht's doch schon mal ganz gut aus hier. Wie gesagt, wir sind dabei. Ja. Wenn's fertig ist, kannst du gerne wieder vorbeikommen. Werde ich machen, ja. Dann hole ich mir hier mal einen Kaffee und dann genieße ich genau. Vorne. Wird erstmal eine Runde gechillt. Aber dieser Villager, der nervt mich. Die! Become a Flame. Ich habe mir letztens 3 Stück für jeweils 1000 gekauft. Ich bin total arm momentan. Echt? Nur noch 17.000. Ja, nee, ist arm. Ja, ist arm, Mann. Ich war schon mal bei, keine Ahnung, 27.000, dann habe ich mir aus Versehen ein Schwert gekauft für 7.000, Mann. Ich habe aus statt Warum rechts. Warum machst du sowas? Ja, ich habe irgendwie so, ach, und das Schwert hat dann Fire Aspection, zack. Einmal Rechtsklick, ich habe gerade nicht ernsthaft ein Schwert für 7.000 gekauft, oder? Hast du eigentlich schon diesen Mushroom Club gesehen? Mushroom Club? Ja. Was ist das? Den hat Messalini gebaut. Nee, kenne ich, glaube ich, nicht. Hier bei gegenüber vom Funpark. Gegenüber vom Funpark, da war doch nur die eine Kiste, oder? Oder die war Nein. da eine? Also ich war ja schon mal in einem Video, habe ich. Oh, was ist da? Broadcast 1 los. Also, wieder irgendein. S-Games wahrscheinlich. Ja. Hier rechts. Das ist der Mushroom Club. Ah ja, da war ich schon mal drin. Ja, den hat Messalini gebaut. Da bin ich, glaube ich, auch. Cheatenderweise reingekommen irgendwie, oder ich bin nicht mehr rausgekommen, ich weiß es nicht. Man kommt auf jeden Fall rein. Sie hat mir dann ja auch noch ein paar nette Sachen gesagt. Warte mal. Nur für Personal? Nee. Wir müssen mal gucken, wo es hey, zu den jetzt Toiletten ist. Was drin. Cool. Letztens, wo ich da drauf gedrückt habe, kam nichts raus. Ja, dahin geht's, glaube ich, zu den Toiletten. Hat sie ein kleines nee, Garderobe. Secret eingebaut. Ja. Vom Gewicht her auch. Ja, zum Not 1,10 Euro. Wo geht's denn hier hin? Da, oder? Nee, da, Toiletten. Da so genau, hier, Herrentoiletten. Darm gibt's nicht. Muss man nach oben gucken. Gold, das ist die Tanzfläche. Kannst Ach von der so. Tanzfläche direkt in die Herrentoiletten gucken. Cool. Frei besetzt. Ja. Ich finde die Idee auf jeden Fall cool für die Toiletten. Ja. Weil ich die Wasserhähne noch, also mit den Tränken, das sieht schon geil aus. Kann man mittlerweile richtig geile Sachen machen. Ja. Wenn man kreativ ist. Ja. Und Fantasie hat. Fantasie! So, jetzt mal da oben. Muss wir können mal von oben auf die Tanzfläche wahrscheinlich schauen. Wow, hier ist ein fast so komplizierter Aufgang wie bei meinem alten. Ey! Dachboden. Ne, die haben Ausblick. Boah, ist ja voll gemein. Hey, cool, ich sehe durch die Map. F3, oder? Ja. F3 und A. Zack, neu laden. Wow, aber die haben nur eine einzige Toilette. Die müssen sich im Seelt immer anstellen. Ja, das ist wie auf einer richtigen Darmtoilette, ne? Ja. Muss man sich immer anstellen. Ja, da musst du dir heute schon für morgen einen Termin machen. Genau. Ne, hier drunter ist dann wohl die Männertoiletten. Mhm. Also dann würdest du sogar direkt in die Kloschüssel gucken können. Wenn hier offen wäre, ja. Cola, Limo, Sprite, Wasser kostet alles gleiche. Wasser ist ganz schön teuer. Wasser muss doch in einem Lokal das günstigste sein, oder nicht? Ja, normal schon. Und Bier kostet nur 1,5 Timonen, ist genauso teuer wie Limo. Oder das oder Wasser.
Und Schnaps auch nur 1,5. Aber Das ist Cocktails kosten günstig. 3 Timoleon. Aber steht dann nicht drunter, hinter wie groß das Glas ist, ne? Naja, stimmt auch wieder. Ja. Ein Bier 02er. Hier drüben gibt's noch Essen. Chips, Kekse und Gummibärchen. Wir hätten ein Keks, ein Timoleon, ein Chip, ein Timoleon. Ein Gummibärchen, ein Timoleon. Preise, Preise. Ja, ich war jetzt letztes Mal im Funpark. Ja, da war ich auch. Ich glaube gar nicht. Ich weiß. Ja, doch, die Folge ist schon draußen. Da bin ich von dieser schwulen Achterbahn runtergefallen. Dann bin ich gestorben. Runtergefallen? Ja, da waren so Minecarts irgendwo drauf rumgesteckt. Ich habe nämlich dann einen Weg gefunden, wie man den Funpark einbrechen kann, ohne dass man zahlen muss. Okay. Mhm. Irgendwo da hinten kommt man, kann man rüberspringen. Aber ich war echt ganz, ganz stolz drauf. Und das Blöde ist, dann damit ich meine Sachen wiederholen musste, weil ich ja gestorben bin, musste ich dann doch wieder hier rein. Das heißt, ich habe doch wieder gezahlt. Okay. Ja, sind schon coole Ideen dabei. Ist nur schade, dass es nicht komplett zu Ende ist, ne? Also komplett fertig gemacht ist. Ja. Geschlossen. Die tun heute wieder alle nix, ey. Ist Wahnsinn. Hier sieht man auf dem Schild das D nicht. Bitte Kasse Rüben benutzen. Ne, bei mir steht das D drauf. Bitte Echt? Kasse drüben benutzen. Das ist jetzt mein Texture Pack. Was hast du, Vent? Honeyball. Ah, okay. Und das ist die Redstone Rumpelkiste vom Tim, oder? Ich weiß es nicht. Wollte jemand ganz kreativ nachbauen. Auf jeden Fall ist da drin ein Haufen Redstone-Zeug, da war ich letztens schon mal drin. Und bin ganz erstaunt gewesen über diese faszinierenden Sachen, die er hier gebaut hat. Wie auch immer es war. Überhaupt das kann nicht ich dir sogar sagen, auf wen das protected ist. Ah, das glaube ich kann ich sogar auch wissen, oder? Mit so einer Holzschaufel kann man jetzt nachschauen. Genau, Holzschaufel. Ich habe auch kein Holzschaufel dabei. Und eine Werkbank steht hier nirgendwo rum, oder? Ah, doch, hier. Blinde Fisch hier. Ist auf niemanden protected. Doch. RT hat. Ja, das ist. Das heißt Rivertown. Achso. Dann kommt der Name. Hedge. Also. Hedge. Wie auch immer. Was ist hier? Schade, dass es da nicht runtergeht. Das wäre cool. Ja. So ein paar Secrets, Easter Eggs. Mhm. So wie in Hogwarts. Da habe ich ja ein paar gefunden oder ein paar gezeigt bekommen. Das finde ich auch eine coole Idee, diese ja, Stahlteile einmal einfach als Mülleimer zu verwenden. Ja. Warum stehst du im Mülleimer? Ja, das würde ich jetzt auch ganz genau wissen. Genau. Warst du schon in dem neuen Stadtgebiet? Stadtgebiet? Neu? Nein. Ist das überhaupt schon offen? Wie heißt das? Sunville? Heißt das? Da kenne ich mich nicht damit aus. Wir können ja mal schauen, am Spawn gibt's das, oder? Na, am Spawn kommst du ja überall hin. Schauen wir doch mal. Erstmal wieder schön 100 Timoleons abgreifen. Verdammt, noch 9 Minuten. Ja, Kaching. Der ist aber auch voll ausgerüstet, hä? Mit einem enchanteten Oberteil. Ja, pass mal auf hier, wie ich ausgerüstet bin, das ist der Hammer. Ich bin am meisten ausgerüstet. Ich habe auf dem Helm habe ich Protection 3, Respiration 3 und Aqua Infinity 1. Ich glaube, das ist so ziemlich der beste Helm, den man bekommen kann. Dann Blast Protection auf der Ding, Brust. Dann auf der Hose Protection 3 und Feather Falling 4. Auf meinen Schuhen. Okay. Hat ewig gedauert. Optimod? Was? Optimod. Was ist Optimod? Ich gucke gerade, was hier abgeht. Und damit kommst du nach oben. Zu dem Kontrollzentrum. Okay. Wenn du dich draufstellst und dann auf den Button drückst, dann bist du oben. Yay! Und von dort aus kannst du dann das ganze Teil, die Space Station hier drehen und wenden und lenken und... Naja, zumindest kannst du es mal probieren.
Aber man hat einen schönen Ausblick, aber ich finde, sie hätten noch ein bisschen mehr Overview nach oben gehen sollen. Man sieht immer noch zu wenig, finde ich. Stimmt, ein bisschen höher wäre cool. Ja. Aber ey, cool, da hinten sieht man ein Raumschiff oder so. Ja. Das baut sich bei mir gerade langsam auf. Echt, bei mir und ist alles aufgebaut. Ich finde, ja, weil ich aufnehme, drum dauert es immer. Was ich auch ein bisschen schade finde, sie hätten das Ganze höher bauen sollen. Jetzt sind wir genau in den Wolken drin. Und ich meine, die Bauhöhe ist doch, wie hoch? 226 oder so. Und wir sind hier auf 137 momentan. Oder 138. Und da oben ist auf jeden Fall ein Delta-Shuttle. Soll zumindest darstellen. Ah, da, ja. Aha. Bist du auch hier bei mir? Wo bist du? Ich glaube, ich bin genau gegenüber, kann es sein. Aber bei mir ist auch irgend so ein zwei Shuttles, habe ich gesehen. Ah, da ist wieder ein anderes. Ja, sieht aus wie ein Delta-Shuttle. Bei mir ist es nur zur Hälfte aufgebaut, glaube ich. Oder? Nee. Ist schon da. Aber wenn du auf die andere Seite gehst, da sind zwei größere. Das wäre richtig groß eigentlich. Ganz oben rechts ziemlich dunkel. Ja. Und dann das mit dem roten Rumpf. Aber es, über uns ist eigentlich so ein Enterprise-Nachbau. Okay. Subscribe.